Leute, die haben doch tatsächlich diesen beschissenen Echo abgeschafft. Ey, mir fällt dazu einfach nichts ein, was nicht schon gesagt wurde, ey. So, Herr Newstime würde jetzt sagen. So, mein Mann, die Ereignisse überschlagen sich. Es gibt einen Double-Upload. Und damit hat er verdammt nochmal recht. Wie kann es denn passieren, dass eine beschissene Line im Rap das ganze Land so auf den Kopf stellt? In den letzten Tagen liest man so viel darüber. Und ja, das Thema ist schon ewig ein Thema. Und es haben sich wahrscheinlich auch einige gefragt, warum es so viel Rap-spezifisch auf meinem Kanal gibt. Ich mich aber noch nie zu der Kollega und Farid Bang-Sache in Bezug auf den Echo geäußert habe. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil das Thema so breit getreten wurde, dass ich mir dachte, Alter, wenn du jetzt noch deinen Senf dazu gibst und das sowieso viel zu spät war, als ich es mitbekommen habe, dass jeder Schwanz darüber Video macht, habe ich es einfach gelassen. Aber es gibt dann einen bestimmten Punkt, wo auch ich nicht mehr meinen Mund halten kann, und das ist heute. Vor, ich glaube, knapp 2 Stunden, müsste ich nachschauen, ja, so ungefähr 2 Stunden, gab es dann die Meldung über Bild, glaube ich, über Bild.de, ja, wer sonst, dass es den Echo in der Form nicht mehr geben soll. Irgendwie scheinen die sich neu orientieren zu wollen. Ihr könnt euch den Artikel ja mal reinziehen, der steht unten in der Videobeschreibung. Aber dieser Echo und auch alle anderen Echos aus allen anderen Kategorien soll es so nicht mehr geben. Sprich, der Name Echo ist Geschichte. Ja. Eigentlich ist auch dem, was meine Homies Mois und Parabelritter dazu gesagt haben, nichts mehr hinzuzufügen. So. Wegen ein paar Lines. Deutschland hat sich fast zu einer Monarchie gebildet. Echo ist abgeschafft. Freunde, Artikel. Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie Mittwoch auf seiner Homepage mit. Tatsächlich hat man sich in einer außerplanmäßigen Sitzung dazu entschieden, dass nächstes Jahr der Preis nicht mehr verliehen werden könnte, denn der Ruf des Preises, der Auszeichnung, sei mittlerweile zu sehr beschädigt. Und meine eigene Meinung ganz zum Schluss von diesem außerplanmäßigen kurzen Video, weil ich habe ja vorhin schon eins hochgeladen, man hat einfach wieder ein noch viel größeres Fass aufgemacht, ein noch viel größeres Thema um diese Sache und hat wieder das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich möchte, denn jetzt ist der Erfolg und die Bestätigung noch viel größer, noch eigentlich unerreichbar groß. Ich meine, welcher Rapper hat in irgendeiner Form in Deutschland schon mal sowas Heftiges geschafft, dass wegen einer Line, die die Jungs rausgebracht haben, diese wahrscheinlich nicht mal ernst meinen, ja, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt, es dazu kommt, dass Politiker diese Musik abschaffen wollen und dass ein Preisverleihungsformat beziehungsweise Komitee, beziehungsweise Show, beziehungsweise Veranstaltung quasi die Pforten schließt. Und in dieser Sache haben nur 2 Leute gewonnen und das sind Kollega und Farid Bang. Alter, was für eine Aktion. Ja, und abschließend dazu möchte ich noch ankündigen, was morgen rauskommen wird. Denn gestern gab es eine ziemlich interessante Gesprächsrunde mit unter anderem Bushido bei Seda Somonchu. Ja, ihr habt richtig gehört, der Typ, der mal von Bushido auseinandergenommen wurde. Und da ging es eigentlich nur um den Echo. Gut, mit ein paar Ausschweifungen, aber es ging um den Echo. Und da gab es sehr, sehr interessante Ausführungen, auf die ich nochmal eingehen möchte. Da ich aber gesehen habe, dass bei sehr vielen Newsformaten bzw. anderen YouTube-Kollegen alles gesperrt wurde, was in diesem Bereich damit zusammenhängt. Das heißt, wenn Videomaterial zu sehen war, werde ich das Ganze dann wahrscheinlich ohne Videomaterial oder nur mit Bildern oder ich werde es mal sehen. Vielleicht quatsche ich auch einfach nur dazu. Ja, also gehabt euch wohl und schreibt mir unbedingt mal eure Meinung zu dieser ganzen ziemlich lächerlichen, in meinen Augen, Echo Story in diese Kommentare hier unter dem Video. Und dann bin ich erstmal raus und muss erstmal klarkommen. Das ist, Alter, was zum Fick.